Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Ja, ich bin jetzt hier gerade unterwegs zu Feld 12. Da müssen noch die Zuckerrüben rein. Ja, und wie die Maschine da so anfängt und ob alles funktioniert, das sehen wir nach dem Intro. So, da sind wir auch gleich angekommen. Ich werde mich schon mal klein machen und mich ab in die Ecke verziehen. Plups. So, dann verpassen wir auch nichts. Da Feld 12, da haue ich nochmal Zuckerrüben drauf. Damit wir genügend haben für die Zuckerfabrik. Vielleicht mache ich auch ein paar Zuckerrübenschnitzel noch, mal schauen. Ja, da passt alles, wunderbar. Schauen wir uns mal den Boden an. pH-Wert perfekt. Stickstoffwert perfekt. Können wir gar nicht meckern. Wie sieht es eigentlich unten aus bei unseren Zwiebeln? Steine? Ne, ich bin im falschen Feld. Ach Gott sei Dank. Wo bin ich hier? Da ganz falsch. Da muss ich doch hin zu 16. Jetzt bin ich richtig. Ja, das ist genauso. pH-Wert perfekt und der Stickstoffwert ist auch perfekt. Wunderbar. Also eine gute Zwiebelernte und eine gute Zuckerrübenernte steht nichts im Wege. Jetzt haben wir noch zwei Felder, die nicht eingepflanzt sind. Ich will mal hier gucken. 21, ob sich da was getan hat jetzt. Da ist immer noch abgeendet. Pappeln. Pappeln, Pappeln. Ja, müsste eigentlich jetzt anfangen zu wachsen. Ich warte noch nächsten Monat ab. Wenn sich da nichts getan hat, dann werde ich halt mal mit dem Flug drüber fahren. Keine Ahnung, warum da nichts weitergeht. Naja, so, jedenfalls haben wir noch hier dieses Feld 29. Da haben wir noch nichts drauf, wie man sieht. Ich habe da nur Mist drauf geschüttet und Kalk. Und das restliche Stickstoff, das noch fehlt, kommt ja beim Einziehen rein. Dann passt es. Und wir haben da unten das Feld 43. Das haben wir auch noch leer. Was war da drauf? Mais war da drauf. Da mache ich da nicht nochmal Mais drauf. Da kommt dann irgendwas anderes drauf. Ich überlege gerade. Das ist mir noch vorbereiten. Da könnte ich auch mal mit Mulcheresch drüber fahren. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Muss ich nur gucken, wo der Mulcher ist. Hier. Das war Feld Nummer 43. So, da haben wir noch keinen Kurs, glaube ich, fürs Mulchen. Nee, dann machen wir halt einen. So, Job erstellen. Wir werden hier anfangen. So. 20 Meter, ein Fahrzeug, ein Vorgewende, Schaf. Und die 0,4 passt. Dann generiere mal den Kurs. Zack, ist erledigt. Dann können wir den auch speichern.
20 Meter und zwar Feld 43. Kurs speichern. F 43. Mulchen. 20 Meters. Zack. Haben wir das auch drin? Dann fahren wir mal zu Feld 43. Feld 43. Und wenn wir angekommen sind, geht's auch los mit der Arbeit. Ach, der brüllt, das ist Wahnsinn. Möchte ich mal noch schnell gucken. Feld 29. Ja, da kann ich nicht mehr mit dem Mulcher drüber. So, was hier kommt dann der Mais drauf? Auf dem Feld 29. Mais, können wir nächsten Monat anfangen. Und auf dem Feld, wo ich jetzt mulche, da mache ich dann die Sorghumhirse drauf. Feld 43, da kommt Sorghumhirse drauf. So ist der Plan. So, wie schaut es hier aus? Lass ich mal noch fleißig im Einsehen. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen Anschallmodus. Und wenn das Feld geendet ist, können wir gleich weiterspringen zum nächsten Monat und da die anderen zwei Felder einsehen. Yeah. Also, schnallt euch gut fest. Der Anschallmodus geht los in 3, 2, 1. Ja, hier kann ich euch mal das Problem von diesem Traktor zeigen. Der fährt hier, warum auch immer, kilometerweise rückwärts, obwohl es gar nicht nötig ist. Den werde ich auch gleich zum Verkaufen bringen jetzt hier. Der hat mich jetzt das letzte Mal geärgert. Ich war da die letzten Meter selber. Ich mach's mal wie Marizel. Das hat er jetzt schon so oft gemacht, dass er einfach rückwärts fährt und rückwärts fährt und rückwärts fährt, bis er irgendwo hängen bleibt. Obwohl es gar nicht nötig wäre. Der hätte jetzt einfach geradeaus fahren können und den Rest voll Specks sehen. Aber nee. Und ihr wisst, wenn mich was ärgert, dann fliegt's raus. Dann fahren wir jetzt mal zum Fahrzeughändler. Machen wir alles zu hier. Fahrzeughändler, verkaufen und Abfahrt. So, und wir gucken mal, was der andere treibt hier.
Ja, der mulcht da vor sich hin. Der Kamerad ist noch eine Weile beschäftigt. Der wird in dieser Folge nicht fertig. Der hat noch 46 Minuten zu tun. So, wir können mal gucken. Fangen wir mal wieder an mit den Tierchen. So, die Schafe sind wohl genährt und versorgt. Unser Geflügel sieht auch wunderbar aus. Unsere Ziegen. Die könnten Stroh brauchen. Die geben recht wenig Milch, muss ich sagen. Obwohl ich die volle Kapazität drin habe, kommt dann nur wenig Ziegenmilchweiß zusammen. Sind auch alle schon in dem Alter, wo sie Ziegenmilch geben sollten? Ja, alles über 12 Monate. Naja, beobachten wir mal. Unsere Kühe, die sind stabil dabei. Da fehlt's an nichts. Und bei unseren Schweinchen sieht auch noch alles gut aus. Da fehlt's auch an nichts. Dann gucken wir schnell noch in die Produktionen rein. Setzlinge, könnte man mal gucken, ob wir da welche haben mittlerweile. Kleidung, oh, seht ihr? Die haben die Kleidung, die können wir dann einlagern. Machen wir die nächste Folge, weil da muss ich wahrscheinlich in die XML-Datei rein. Vermute ich mal. Silage wird wieder, oh, Methan. Hoppala. Da könnte man mal Methan holen und in die BGA fahren. Da unten. Ja, das werden wir machen. Da sind wir auch schon in der Spedition. Wunderbar. Zack. Wir fahren zur BGA und beladen Methan. Das bringen wir dann zu unserer Stromerzeugungs-, Verbrennungs-, Dingsbums-, Gedöns-, Kraftwerk. Schwupps. Und das ist Methan. Zack. Machen wir einmal. Und wir machen es jetzt. So, dann wird das erledigt. Herbizid wird nicht mehr produziert, weil kein Essig mehr da ist. Saatgut ist gleich voll. Und Mineraldünger wird nicht mehr produziert, weil wir keinen Dresda mehr drinnen haben. Aber Dresda habe ich irgendwo ganz viel gehabt. Wo war denn das? War das bei der Raffinerie? Nee, da war es nicht. Ja, da ist zwar auch was drin, aber nicht so viel. Irgendwo war richtig voll mit Dresda. Futterwerk, dann auch nicht. Fitzi-Spritzi. Ah, da, Fitzi-Spritzi. Genau. Da müssen wir den Dresda holen. Und Erdbeersaft ist auch voll. Oh, da ist er richtig rund. So. Also, nehmen wir erstmal dich. Wir fahren zu Pizzi, Spritzi. Warenausgang. Das bringen wir dann in unser Logistikzentrum. Frische Lager. Anlieferung Schüttgut. Und das ist Erdbeersaft. Erdbeereis, Erdbeersaft. Machen wir einmal und Abfahrt. Und dann steigen wir noch bei diesem Kameraden hier ein. Der fährt natürlich auch zu Pizzi Spritzi, Warenausgang. Das, was der Laden tut,
Das bringen wir in die Düngerfabrik. Anlieferung, Produktion. Und das ist Drester. Traubendrester. Das machen wir auch einmal. Und Abfahrt. Dann haben wir das auch im Grünen. Ja, ich denke mal, für dieses Video könnte man hier nochmal Einstellmodus machen, bis der Drester abgeladen ist. Dann kann ich dann da aussteigen und mich von euch verabschieden. Das klingt nach einem Plan. Mehr können wir gerade eh nicht machen. Deswegen schnallt euch nochmal an. Wir machen noch einen Anschnallmodus und der geht los in 3, 2, 1. So, meine Lieben, da sind wir auch angekommen. Hat alles prima funktioniert. Hier steige ich noch mal aus. Dann sehen wir, wie das hier abgeladen wird. Der gute Drester. Dann sollte eigentlich da wieder alles laufen in unserer Düngemittelfabrik. Ja, bis auf Saatgut, aber Saatgut ist ja auch voll. Und Herbizid müssen wir Essig holen, dass das auch wieder läuft. Okay. Das soll es aber für dieses Video gewesen sein. Ich mache mich mal wieder groß. Und... Na, wärst du wohl groß? Achso. So. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich habe wieder riesen Spaß gehabt beim Erstellen dieses Videos. Ich hoffe mal, ihr hattet auch Spaß dabei, euch das Video anzugucken. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und selbstverständlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sage Tschüss, Arrivederci und Goodbye, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen.